Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Grey Matter, ein Spiel developed von Wizardbox Productions und gepublished von Viva Media im April 2014. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nichts über das Spiel. Also es ist ein Point-and-Click-Adventure auf jeden Fall. Und ganz viele Leute haben sich das gewünscht, vor allem Leute, die Black Mirror geschaut haben, glaube ich. Deswegen vermute ich, es ist so ähnlich, aber ich wollte mich gar nicht weiter spoilen lassen und habe deswegen einfach mal angefangen. Und ja, dann vertraue ich euch und wir starten mal ein neues Spiel und gucken mal, was uns erwartet. Das Motorrad ist völlig im Eimer. Ich bin die neue Assistentin für Dr. Ja, wie geht es Ihnen? Ich bin die Assistentin für Dr. Stiles. Also die neue Assistentin für Dr. Stiles. Oh Gott. Hallo, ich bin die neue Assistentin für Dr. Stiles. Ich kann gar nicht glauben, was ich gestern Abend getan habe. Ich muss hier weg, bevor sie herausfinden, wer ich wirklich bin. Okay, alles klar. Spannender Einstieg. Der Zeichenstil gefällt mir auf jeden Fall mega und es klingt ja auch mega spannend. Was war das, was die eigentliche Assistentin da angefallen hat? Hilf Sam bei der Suche nach ihrem Kaninchen Houdini und erlerne dabei die Grundlagen der Spielsteuerung, aber sehr gerne. Du musst zuerst Houdini finden und ihm dann zu fressen sowie zu trinken geben. Okay, das schaffen wir. Finde zuerst Houdini. Sieh dich in Sams Zimmer um und bewege den Mauszeiger über jeden Gegenstand, der dir interessant vorkommt. Klicke auf alles, was den Mauszeiger verändert. Sehr gerne, das kennt man ja schon. Zum Beispiel das Bett hier. Ich hoffe, es war bequem. Houdini klettert gerne auf Betten, aber in diesem ist er nicht. Okay, was haben wir hier noch? Einen Nachttisch, der ist uninteressant. Die Tür, ja, da dürfen wir wahrscheinlich eh noch nicht raus. Soll ich trotzdem einmal klicken? Kommt, ich klicke trotzdem einmal. Erst muss ich Houdini finden. Houdini! Dass sie uns auch einfach unseren Käfig hier drin aufstellen lassen haben, ohne weitere Fragen zu stellen. Ja, ich bin die Assistentin und ich habe mein Kaninchen mitgebracht. Wasserkanne? Da ist Wasser. Aber ich kann es Houdini erst geben, wenn ich ihn gefunden habe. Hier ist eine Pflanze. Dieser Pflanze stimmt irgendwas nicht. Aha, ich sehe doch da auch schon Häschenohren. Aber hallo. Houdini! Da bist du ja. Hast du Angst oder wolltest du nur wieder deine Spielchen mit mir treiben, du Fellknäuel, du? Ich habe mir Sorgen gemacht.
Rühr dich wenigstens für 10 Minuten nicht vom Fleck, ja? Gut gemacht. Jetzt musst du Houdini noch zu fressen und zu trinken geben. Sieh dich im Zimmer nach passenden Gegenständen um. Vielleicht solltest du einen Blick in deinen Rucksack werfen. Ja, sehr gerne. Wo ist denn mein Rucksack? Ach, hier. Tagebuch. Ach, und mehr habe ich gar nicht. Na, dann hilft mir der Rucksack ja gar nicht so weiter. Das Wasser hatten wir schon. Da gehen wir direkt einmal hin. Ich würde Houdini ja gerne etwas von dem Wasser geben, aber dazu brauche ich seinen Wasserspender. Ach so, ist der hier? Im Käfig? Du armes Ding, wirst von mir überall hin mitgeschleppt. Wir müssen bald wieder los, aber vorher gebe ich dir noch Futter und Wasser. Okay, alles klar. Im Käfig ist also scheinbar nichts. Wo ist denn unser Rucksack? Ach, hier. Rucksack. Dann gucken wir doch mal. Okay, wir haben Frankenstein, Zauberbücher. Sind wir Magierin eventuell? Ich bekomme langsam den Eindruck. Und ein Taschenmesser. Junges Ding, das alleine reist, sollte mehr als nur ein paar Zaubertricks im Ärmel haben. Okay, das ist gar nicht beunruhigend, vor allem wenn ich bedenke, dass dein Buch mit Blut befleckt ist. Ich bin fast durch. Ziemlich düster und genau nach meinem Geschmack. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt mit mir herumschleppen. Okay, hier ich habe noch ein paar Leckerlis für Houdini übrig. Dieses Kaninchen hat einen gesünderen Appetit als ich. Du hast die Karotte gefunden. Gib sie jetzt Houdini. Bewege den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen, und klicke mit der rechten Maustaste auf die Karotte. Klicke dann mit der linken Maustaste auf den Käfig, um deinem Kaninchen sein Lieblingsfutter zu geben. Einen ausgewählten Gegenstand kannst du jederzeit wieder zurück ins Inventar legen, indem du ihn neuest mit der rechten Maustaste aufklickst. Okay, kriegen wir hin. Man sollte immer ein schönes, gutes Kartendeck dabei haben. Auf jeden Fall. Foto der Eltern. Ach, okay. Hey, Mom und Dad. Der Regen hat euch scheinbar nichts ausgemacht. Das ist gut. Das ist ja auch eingerahmt, ne? Was soll da passieren? So, Zauberbuch? Mein erstes Zauberbuch. Die Tricks sind zwar eher für Kinder, aber die Grundtechnik muss jeder beherrschen. Ohne das Buch gehe ich nirgendwo hin. Okay, das hier ist bestimmt der Wasserspender. Houdinis Wasserspender. Dummerweise ist der leer. Erstaunlich, wenn man bedenkt, wie durchnässt ich gestern Abend war. Okay, hier ist noch ein Handtuch. Ein Handtuch ist das über alle Maßen nützlichste, was ein Anhalter besitzen kann. Okay, ich verstehe nicht ganz warum, aber machen wir mal. 5 Pfund sind alles, was ich noch habe. Ich hätte in Liverpool niemals dieses Schrottmotorrad kaufen sollen. Jetzt bin ich völlig abgebrannt. Ja, und wir wollen ja eigentlich nach London, ne? Und sind ja in die völlig falsche Richtung gefahren. Sowas der Daedalus Club in London. Ich werde da schon hinkommen. Irgendwie. Ich weiß noch nicht, warum wir das wollen, aber auf jeden Fall machen wir. Wir schaffen das, was immer du dir vorgenommen hast. So, dann probieren wir doch jetzt mal unser Kaninchen zu füttern. Die ist für Houdini. Alles klar. Und jetzt haben wir sie ausgewählt und können sie Houdini geben. Das klappt 1A, Leute. Jetzt gibt es etwas für die Beißerchen. Aber schling nicht so, sonst spuckst du wieder die Hälfte aus. Sehr gut. Jetzt gilt es nur noch, Wasser für Houdini zu finden. Sieh dich weiter um und klicke auf alles, bei dem sich der Mauszeiger verändert. Kriegen wir hin. Ich weiß ja auch schon, wo es ist. Wo ist er denn hier? Der Wasserspender passt an Houdinis Käfig. Alles klar, dann nehmen wir den einmal und füllen den hier hinten mit Wasser. Ausgezeichnet. Gib jetzt Houdini das Wasser. Öffne das Inventar. Ja, okay, das wissen wir alles schon. Wir schaffen das. Keine Sorge, Spiel. So, voller Wasserspender. Houdini muss ganz schön durstig sein. Ich sollte den Wasserspender an seinem Käfig anbringen. Machen wir natürlich. Bitteschön. Frisches, kühles Wasser. Glückwunsch. Jetzt hast du dich um Houdini gekümmert und das Tutorial abgeschlossen. Du kannst dich jetzt nach Belieben im Dreadhill-Anwesen umsehen. Viel Glück. Irgendwie habe ich Sorge, dass hier im Anwesen gleich noch was richtig Unheimliches passiert. Wir gehen mal raus und ja, schauen mal. Eigentlich wollen wir nur abhauen und uns hier gar nicht in irgendwas involvieren lassen. Aber ich habe das Gefühl... Ich muss von hier verschwinden, bevor sie herausfinden, dass ich gelogen habe. Aber zuerst muss ich eine Karte, einen Busfahrplan oder etwas Ähnliches finden, damit ich weiß, wie ich hier wegkomme. Okay, aus dem verlassenen Anwesen voller gruseliger Statuen. Die schauen wir mal an, die Gargoyles. Diese Gargoyles sehen so aus, als würden sie von einem alten Gebäude stammen. Okay, was haben wir hier noch? Hier ist eine Tür, hier ist eine Statue, ein Mönch, okay. Sieht wie ein Mönch aus. Oder wie Quasimodo nach einer Schönheitsoperation. Alles klar, hier ist noch ein Gemälde, das gucken wir natürlich auch an.
Merkwürdiges Gemälde. Eine Frau und eine Eule. Gefällt mir. Sieht irgendwie surreal aus. Okay, haben wir hier vorne noch irgendwas? Nö. Na, dann haben wir die Qual der Wahl bei den Türen. Ich würde sagen, erst die mega düstere, Davids Schlafzimmer, oder erst die helle, Foyer. Nee, nee, nee. Erst in das dunkle Schlafzimmer, in dem wir nicht erlaubt sind. Let's go. Vielleicht ist es ja sogar abgeschlossen. Scheint ein weiteres Schlafzimmer zu sein. Ich glaube, da gehe ich nicht rein. Oh, na gut, okay. Dann gehen wir halt in den schönen, hell erleuchteten Gang, der gar nicht gruselig wirkt. Wenn es sein muss. Okay, wow, sieht prunkvoll aus hier. Nicht schlecht. Die Dame sieht sich noch um. Keine Menschenseele. Und ziemlich ruhig ist es auch. Ist doch perfekt, dann können wir uns nach Herzenslust umschauen. Brauchst du bei deinem Abenteuer vielleicht Hilfe? Kein Problem, mit der Leertaste kannst du nämlich alle interaktiven Zonen auf dem Bildschirm einblenden. Ah, sehr gut. Sowas freut mich ja immer, ne? Ich kann ja nichts weniger leiden, als wenn ich nicht weiterkomme, nur weil irgendwo so ein kleiner Pixelhaufen nicht zu sehen war oder so. Hier ist noch ein Gemälde von einer Frau, wie es ausschaut. Sie ist hübsch. Sieht ein bisschen wie Grace Kelly aus. Ich frage mich, wer das ist. Vielleicht ist das die ehemalige Assistentin. Sie ist hübsch. Ah, da sagt sie nicht mehr dazu. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder. So, hier ist ein Zettel an der Tür. Nachricht für Assistentin. Das sind ja wir natürlich, ne? Gucken vorher aber noch. Diese Statue will man auch nicht unbedingt reinrennen, wenn man nachts im Dunkeln über die Treppe stolpert. Ich finde die hier oben eigentlich gruseliger, muss ich sagen. Die Statue einer verhüllten Frau. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber sieht ganz schön düster aus. Gefällt mir. Okay, ein Telefon haben wir auch. Wir könnten also jemanden anrufen, falls wir jemanden kennen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie, also wo sie hin will, ne? Ob es da eine Telefonnummer gibt. Keine Ahnung, wen ich jetzt anrufen könnte. Ich kenne hier niemanden. Und in einer Werkstatt brauche ich auch nicht anzurufen, weil ich mehr oder weniger blank bin. Hm, aber könnten wir nicht, ist hier auf den Streichhölzern vielleicht eine Adresse? Eine Telefonnummer, meine ich? Der Daedalus Club in London. Ich werde da schon hinkommen. Irgendwie. Kann ich den mal anrufen? Probier mal. Keine Ahnung, wen ich jetzt anrufe. Nee, okay, da sagt sie nur dasselbe. Alles klar, dann, Ja, wie kriege ich den nochmal? So, alles klar. Hier ist eine Tür, hier sind Blumen. Ich lese erstmal die Nachricht. Vielleicht steht da ja irgendwie, geh auf keinen Fall durch die zweite Tür, da sind Löwen oder so. Ne, ist ja immer wichtig. Für die neue Assistentin. Da steht, für die neue Assistentin. Ich hoffe, dass ich schon längst über alle Berge bin, wenn sie herausfinden, dass ich das nicht bin. Aber lies da doch steht trotzdem. Für die Neu. Will sie nicht? Schade. Okay, ja, dann lesen wir die Nachricht eben nicht. Dann gehen wir einfach hinter Türen, aber auf eigene Gefahr, ne? Erstmal in die Küche. In der Küche wird ja nichts Schlimmes sein. Ich höre jemanden. Da gehe ich besser nicht rein. Sag mal, ich habe das Gefühl, du willst in keinen der Räume, in den ich dich schicken will. Dann gehen wir eben in den Speisesaal. Vielleicht gibt's ja Frühstück, ne? So ein paar Croissants oder. Nix. Na gut. Ich finde fast ein bisschen schade, dass die Bildschirme so schnell laden, weil ich würde gerne lesen, was da unten steht, aber ich habe immer gar keine Zeit, weil es dann schon wieder weggeht. So, hier ist eine Vitrine. Oh, okay, wir könnten irgendwas abspielen. Ein komischer Ort für eine Stereoanlage. Vielleicht beruhigt die Musik die Patienten beim Essen. Bestimmt. In dem Schrank sind viele CDs, aber keine Landkarten oder Adressen. Alles klar, das heißt, wir sind im Moment nicht interessiert, nehme ich an. Dann gehen wir erstmal wieder. Ist ja an der Wand vielleicht ein schönes Bild. Aquarelle haben wir hier. Okay, wow, die sind wirklich hübsch. Ein L und ein D. Licht und Dunkelheit? Ach, keine Ahnung. Wo siehst du in diesem Bild ein L und ein D? Ich sehe da einen Baum. Hä? Ein L und... Ja, nö, also L und D. Wenn sie das behauptet, ne? Diese Aquarelle sind schön. Ich würde sagen, selbst gemalt. Jemand in der Familie muss ein Künstler sein. Okay, hier haben wir noch so eine Schneelandschaft. Diese Aquarelle sind schön. Ah, da sagt sie aber... Ein Pärchen in einem Boot. Typische Szene für eine romantische Beziehung. Wäre es eine meiner Beziehungen, wäre das Boot mitten im Ozean in einem Sturm.
Okay. Diese Aquarelle sind... Da sagt sie wieder dasselbe. Und da sagt sie auch wieder dasselbe. Schade, aber schön sind die wirklich. So, hier ist ein Schrank. Da können wir auch nochmal reingucken. Porzellan und Tafelsilber. Schick. Die Statue ist uninteressant. Hier vielleicht der Esstisch. Du meine Güte. An diesem Tisch könnte man das ganze Repräsentantenhaus durchfüttern. Manche Leute haben das Geld dafür, manche nicht. Okay. Ah, okay, das hilft ja tatsächlich. Eulen zum Beispiel, hätte ich fast verpasst. Ausgestopfte Eulen. So hat das Abendessen einen Hauch von frisch auf den Tisch. Okay, nee, daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich bin auch kein Fan von ausgestopften Tieren. Oder Eulen zum Frühstück. Wow, die Dinger da oben sehen aus wie Wikingerköpfe. Ich habe jetzt gar nicht erkannt, dass das Köpfe sind, aber das stimmt, ne? Das lange hier ist der Bart. Ich dachte, das wäre einfach irgendein Ornament. So, die Stühle gab es noch zum Anklicken. Der Samtbezug ist ganz schön abgenutzt. Ich wette, diese Stühle stehen hier schon ziemlich lange. Okay, Kerzen. Können wir da vielleicht eine mitnehmen? Cooler Kerzenhalter. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Nachthemd und dazu stürmisches Wetter. Dann könnte ich Jane Eyre nachspielen. Ui, weiß jemand, wer das ist? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich weiß nicht, wer Jane Eyre ist. So, wir nehmen mal die Streichhölzer in die Hand und gucken mal, ob wir die Kerzen anzünden können. Cooler Kerzenhalter. Scheinbar nicht. Okay. Der Daedalus Club in London. Dann, wie legt man das nochmal ab? So. Aber warum habe ich... So, jetzt habe ich nichts mehr in der Hand. Perfekt, genau das wollte ich. Dann haben wir alles angeguckt. Nein, die Fenster noch nicht. Okay, gucken wir die Fenster noch an. Ich sehe die lange Einfahrt, von der ich gestern Abend gekommen bin. Die Straße ist noch da. Na, immerhin. Wo soll die Straße auch hin sein, ne? Okay, dann zurück ins Foyer. Wir gucken da auch nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben. Oberer Flur, Löwe, Löwengesicht. Vordereingang, Telefon. Nee, ich glaube, wir hatten alles. Das Löwengesicht, glaube ich, nicht. Das gucke ich nochmal an. Diese ganzen einladenden Fratzen hier machen mich langsam verrückt. Ich sollte lieber nach einer Karte oder sowas in der Art suchen, um herauszufinden, wo ich hier gelandet bin und wie ich in die nächste Stadt komme. Machen wir. Vielleicht gibt's ja im Salon irgendwas. Da gehen wir also direkt mal hin. Ui, hier gibt's auf jeden Fall Chaos. Und eine Menge Skelette und Köpfe. Na gut, aber es ist ja auch sowas wie eine Psychiatrie, wenn ich das richtig verstanden habe. Bücher? Hier vielleicht ein Reiseführer dabei? Hier scheint ja jemand ein richtiger Bücherwurm zu sein. Irgendwann will ich mal eine Bibliothek haben. Ja, ich auch. Kann ich verstehen. So, hier die Statue. Können wir die auch noch angucken? Scheinbar nicht. Das Skelett vielleicht dafür? Sieht ganz so aus, als müssten die Patienten hier ziemlich lange warten. Okay, finde ich auch ein bisschen beunruhigend. Also gerade wenn das sowas wie eine Psychiatrie ist, dann so... ja, gehäutete Menschen rumstehen zu haben, weiß ich nicht. Fotos von Patienten? Warum denkt sie, dass das Patienten sind? Macht nicht Familie mehr Sinn? Ach nee, okay, das sind wirklich Patienten. Na gut. Sind das welche von den Patienten des Doktors? Interessant. Sind das... Okay, da sagt sie nur dasselbe. Alles klar, das wirkt jetzt aber nicht... Meinte er nicht, es sind Wahrnehmungsstörungen oder Wahrnehmungsauffälligkeiten, stand doch an der Tür. Das wirkt ja jetzt mehr, als wären die... Also die haben ja alle wirklich was amputiert oder so. Das ist ja keine Wahrnehmungsstörung. Hm. Computer? Können wir vielleicht googeln, wo wir sind? Google Maps? Gibt's das schon? Der Computer ist uralt. Selbst ein Rechenbrett hat sich ja mehr drauf. Na gut, dann nicht. Hier der Globus vielleicht? Leider befindet sich auf dem Globus keine Aufschrift, die lautet, an dieser Stelle bist du. Würde wahrscheinlich auch nicht so viel helfen, ne? Das ist ja viel zu großformatig. So, das Anatomiemodell. Wie reizend. Genau das, was man sehen will, wenn man bei einem Doktor wartet. Ja, sag ich doch. Irgendwie so richtig cool finde ich das auch nicht. Aber ich verstehe es schon. Vor allem, wenn das so auf dich zeigt. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass das jetzt irgendwann zum Leben erwacht. So, was haben wir hier noch? Eine Dämonenstatue. Auch immer schön. Dieses Haus ist total unheimlich. Und ich als Goth weiß, wovon ich rede. Okay, dann hatten wir hier noch einen Aschenbecher. Ich rauche nicht. Ach,
Ach so, okay. Gute Entscheidung. Gesund auf jeden Fall. Schreibtisch, finden wir hier vielleicht noch irgendwas? Vielleicht in den Schubladen? Irgendwelche da liegen Dokumente? Weder Karten noch Busfahrpläne herum. Nicht mal eine Adresse. Schade. Ich meine, gerade in so einem Brief, der an einen adressiert ist, ne? Geldbeutel, hier vielleicht, wenn da die Adresse drin steht auf dem Perso. Ich könnte wirklich etwas Geld gebrauchen. Selbst 20 Pfund würden reichen. Ich bin völlig blank. Allerdings lautet das Credo der Zauberer, nimm niemals Geld oder andere Wertgegenstände an dich. Ich kann einfach nicht. Ah, okay. Aber schon sehr edel. Schachtel mit Fotos? Scheinen Familienfotos zu sein. Nichts, was mir irgendwie weiterhelfen könnte. Und hier das Foto vom Pärchen. Hilft das dir vielleicht weiter? Die beiden geben ein nettes Paar ab. Das Foto ist zwar kitschig, aber sie sehen glücklich aus. Na, ist doch gut. Können wir hier die Diplome auch angucken? Wir müssten ja in der Nähe von Oxford sein. Ach, guckt mal, University of Oxford. Vielleicht hilft uns das. Dr. David Stiles, Neurobiologie. Ich hoffe, er findet eine Assistentin. Dr. Dave. Okay, da sagt sie aber nur dasselbe. Kommt sie also nicht drauf. Ich meine, to be fair, dass er in Oxford war, heißt ja auch nicht, dass wir jetzt in Oxford sind. Aber wir wissen das ja. So, dann haben wir hier nur noch die Feuerböcke und das war's. Den Rest haben wir angeguckt. Der Kamin scheint ewig nicht mehr benutzt worden zu sein. Okay, können wir denn hier durch die Tür? Tür zum Sprechzimmer. Oh ja, gerne. Mal gucken. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Na toll. Okay, dann gehen wir mal zurück ins Foyer und gucken dann mal, ob wir vielleicht auf die Straße heraustreten können zum Vordereingang. Ja, genau. Ich glaube, ich habe gestern ein Schild gesehen. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Das sieht echt beunruhigend aus, das Anwesen. Aber auch sehr cool, muss man mal sagen. Das Haus sieht cool aus. Zwar ein bisschen unheimlich, aber mir gefällt's. Ja, hey, da sind wir doch voll auf einer Wellenlänge. So, wo können wir hin? Zum Hinterhof? Oder zur Bushaltestelle? Ja, genau sowas suchen wir. Ich muss eine Karte oder etwas Ähnliches finden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die nächste Bushaltestelle ist. Ach so, das war also nur so aufs Geratewohl, dass hier vielleicht eine ist. Na gut, dann gehen wir eben in den Hinterhof. Auch gut. So, was haben wir hier? Der Turm ist irgendwie merkwürdig, so abseits, wie er da steht. Sieht eher wie eine Miniatur oder Nachbildung aus. Naja, ich meine, so ein Anwesen, die haben ja schon manchmal irgendwie ein Gästehaus oder eine Scheune oder eine Garage oder so. Also vielleicht, ne, ist das einfach ein kleiner Aufenthalt für Gäste. Sieht ganz so aus, als könnte es jede Sekunde wieder zu regnen anfangen. Typisch. So. Da habe ich gestern mein Motorrad reingestellt. Ich werde es wohl stehen lassen. Ist eh nur noch ein Haufen Schrott und die Reparatur wäre viel zu teuer. Okay, das heißt, wir schenken ihnen quasi ein Motorrad dafür, dass wir bei ihnen eingebrochen sind. Obwohl, eingebrochen ja nicht ganz, aber schon ein bisschen, ne? Hier ist die Statue, die gucken wir auch einmal an. Ich liebe diese ganzen alten Gothic-Sachen hier überall. Wirklich ein cooles Haus. Okay, und dann gucken wir mal in die Garage hinein. Wir können ja unserem Motorrad noch auf Wiedersehen sagen, wenn wir es hier schon herzlos zurücklassen. Okay, ein Auto und unser Motorrad. Mal gucken. Ich könnte mich mit dem Wagen aus dem Staub machen, aber wahrscheinlich würde mich die Polizei schon nach nicht mal 20 Meilen schnappen. Ja, jetzt hier noch was zu klauen ist auch wirklich ein bisschen übertrieben. Da hat sie schon recht. Unser Motorrad? Kein Bild, kein Ton, wie es scheint. Verdammt. Ich muss es wohl oder übel hier lassen und einen Bus oder Zug nach London nehmen. Ich habe meinen letzten Penny für diesen Schrotthaufen ausgegeben. Okay, was haben wir hier noch? Die Werkzeuge, ist alles irrelevant. Hier die Kisten. Ah, Gemälde sind das. Okay, dann gucken wir uns die natürlich auch einmal an. Die sehen ziemlich alt aus. Und modrig. Okay, Auto, Motorrad. Ja, dann haben wir uns eigentlich alles angeguckt, würde ich denken.
Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann haben wir wohl im Haus noch irgendwas übersehen. Da muss ich gerade noch mal gucken. Oder vielleicht können wir doch noch die Nachricht lesen, die für uns gedacht ist, ne? So, nee, hier war nichts weiter. Dann gehen wir einmal zurück zum Vordereingang. Hier war auch nichts weiter. Dann ab wieder ins Foyer. So, dann müssen wir hier nochmal gucken. Also oberer Flur, Speisesaal waren wir, Küche wollte sie nicht rein. Ich gucke hier nochmal die Nachricht an. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir die nicht lesen können. Schau die doch mal an. Ich meine, die ist ja irgendwie für uns. Da steht für die neue Assistentin. Das ist dasselbe. Mehr geht nicht. Okay, ich habe mal alle Maustasten probiert, aber mehr geht tatsächlich nicht. Schade. Dann vielleicht doch oben noch irgendwas? Mal gucken. So, haben wir den... Hier ist noch eine Tür. Ah, okay, die können wir zum Beispiel... Da ist wahrscheinlich noch ein Schlafzimmer. Ich mache die Tür lieber nicht auf. Wer auch immer da drin ist, könnte sich gestört fühlen. Okay, dann machen wir das nicht. Hier den Schrank vielleicht noch angucken. Ich bin nicht sicher, ob wir das gemacht hatten. Da sind einige alte, verstaubte Rüstungen drin. Okay. Davids Schlafzimmer und sonst ist hier nichts. Der Mönch, das hatten wir. Da bin ich jetzt ein bisschen unsicher. Muss man die Sachen vielleicht mehrmals anklicken? Zauberbuch, Kartendeck, Taschenmesser, Tagebuch. Ich lese mal das Tagebuch. Nein, nein, nicht nehmen, sondern angucken. Das Tagebuch. Darin werden sortiert nach Kapiteln alle Dialoge und Beschreibungen aufgezeichnet, die bisher im Spiel vorgekommen sind. Klicke auf einen nummerierten Kapitelreiter, um das entsprechende Kapitel auszuwählen. Wähle eine Seite mit dem Mauszeiger und benutze die rechte Maustaste, um zu blättern. Okay. Okay. Ach, alles klar. Sie sagt, also das ist tatsächlich, steht hier alles drin, was wir gesagt haben bisher. Kapitel 1. Na? Ah, so, okay. Dieser Pflanze stimmt irgendwas nicht. Ja, okay, wow. Das ist wirklich einfach alles, was sie gesagt hat. Alles klar. Müssen wir also wahrscheinlich nicht lesen, würde ich denken. So, die Frage ist, was machen wir dann als nächstes? Wir haben noch unser Messer, unseren Geldbeutel. Kann ich da mal reingucken? 5 Pfund sind alles, was ich noch habe. Okay, das hatte sie schon gesagt. Die Streichhölzer. Wir wissen nicht, wen wir anrufen sollen. Das ist ja kurios. Wer hätte gedacht, dass ich so schnell gerade erst angefangen zu spielen und schon weiß ich nicht mehr, was ich machen muss. Na gut. Aber vielleicht reicht das auch erstmal für einen ersten Blick in Grey Matter. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste Folge. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie sich das hier alles noch entwickelt. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und damit bis dann!